für den Kochwettbewerb von Kochs Vegan habe ich mir eine mega, mega leckere vegane Auberginen-Lasagne ausgedacht. Und wie ihr diesen Gaumenschmaus nachkochen könnt, das seht ihr. Die Lasagne besteht größtenteils aus Gemüse und so wird das Essen nicht nur mega lecker, sondern auch voll gesund. Erst wird das Gemüse gründlich gewaschen. Die Auberginen könnt ihr dann entweder in so längs- oder in runde Scheiben schneiden, wie ihr das lieber mögt. Dann werden die Auberginen mit etwas Olivenöl gestrichen. Zwiebel, Knoblauch, Petersilie, Basilikum und die Tomaten werden grob gehackt. Und während ihr diese leckeren Sachen schnippelt, wird es bei euch schon anfangen zu duften nach leckerer Backofen-Aubergine. Die Bohnen sollen jetzt zerdrückt werden. Dafür könnt ihr entweder die Gabel nehmen oder den Mixer, wenn ihr genauso faul seid wie ich. Die Bohnen und die Zwiebeln werden jetzt gewürzt. Ich habe dafür Paprikapulver und Salz und Pfeffer genommen. Und dann kommen noch die Tomaten dazu und die Kräuter und der Knoblauch. Um dem Ganzen dann eine besondere Note zu verleihen, lösche ich das Ganze mit einem halbtrockenen Weißwein ab. Ihr könnt aber auch Gemüsebrühe nehmen, wenn ihr möchtet. Mittlerweile dürften die Auberginen fertig sein. Ihr könnt sie einfach aus dem Backofen holen und zur Seite stellen. Die Auberginen schmecken übrigens jetzt auch schon mega gut, aber es lohnt sich wirklich noch zu warten. Als nächstes koche ich eine ganz normale Bechamelsoße. Öl in den Topf geben, Mehl dazu, verquirlen, Sojakuisin dazu und mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer abschmecken. Ihr könnt noch etwas Wasser für die Konsistenz dazugeben, damit es nicht zu dick wird. Mega lecker. Jetzt wird geschichtet. Erst die Auberginen. Dann die Tomatensoße. Und dann die Bechamelsoße. Und das macht ihr jetzt einfach so lange, bis eure Auberginen und eure Tomatensoße weg ist. Für die oberste Schicht verrühre ich etwas Mandelmus mit Wasser, damit das Ganze schön überbacken wird. Jetzt probiere ich. Ja. Oh ja. Lecker. Exquisit. So, ich hoffe, euch ist genauso das Wasser im Mund zusammengelaufen beim Anschauen, wie mir immer wieder beim Schneiden. Und ich würde mich total freuen, wenn ich von euch Bilder bekommen würde, wenn ihr das tatsächlich nachkochen solltet. Ansonsten würde ich natürlich total gerne gewinnen. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir dafür einen Daumen nach oben gebt, also dem Video eine gute Bewertung gebt. Wenn ihr von mir jetzt noch nicht genug habt, dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr auf meinem Channel vorbeischaut. Mein Name ist Missverständnis und ich bin schon gespannt, ob ich da den einen oder anderen von euch treffe. Bis dann!
probieren jetzt zusammen. Ich bin schon voll gespannt, wie es schmeckt. Und ja, es klingelt. Nee, Quatsch. Also man sieht euer Essen und euch. Oh ja, das ist gar nicht probiert. Komm schon. Ja, fast.